Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Alex-Schubladen herausnehmen und vor allem auch ausbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn bei dir zum Beispiel etwas hinter die Schubladen gefallen ist, wirst du relativ schnell merken, dass man die nicht einfach rausziehen bzw. rausheben kann. Das liegt einfach daran, dass die Schublade hier außen mit insgesamt 2 Schrauben an den Schienen festgeschraubt ist, weswegen wir diese Schrauben jetzt erstmal entweder mit einem Akkuschrauber oder natürlich auch mit einem Schraubendreher lösen müssen. Danach können wir unsere Schublade auch schon ganz einfach nach vorne einmal mit etwas Kraft herausziehen. Und das funktioniert natürlich bei den anderen Schubladen genauso. Und somit haben wir jetzt auch schon IKEA Alex Schubladen richtig ausgebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so ein Alex Schubladenelement, passende Organizer oder natürlich auch einen Akkuschrauber zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.